Willkommen meine lieben Mystery-Freunde da draußen. In diesem heutigen Video geht es um die diversen Bigfoot-Sichtungen. Denn viele Zeugen berichten von seltsamen Begegnungen von haarigen Kreaturen. Sind diese Bigfoots vielleicht gänzlich außerirdische Lebensformen? Denn überall auf der Welt wurden solche Sichtungen schon oftmals gemeldet. Plötzlich tauchen unerwartet solche haarige Geschöpfe auf, wissen nicht, wer sie sind und verschwinden urplötzlich wieder. Möglich, dass sie vielleicht die Fähigkeit haben, durch ein Portal zu reisen. Möglich, dass sie auch Zeitreisende sind oder dass diese Kreaturen von einer ganz anderen Welt stammen. Vielleicht aus einem Art Paralleluniversum. In diesem heutigen Bericht gibt es einige Erzählungen von Personen, die eine Begegnung mit so einem Sasquatch hatten. Der Paranormalitätsforscher Rob Riggs sagt: Ich glaube, dass wir einfach über Kreaturen sprechen, die Zugang zu physischen Räumen haben, die Menschen nicht wahrnehmen können. Da sie tatsächlich dreidimensionale physische Kreaturen sind, aber in der Lage sind, sich in Räumen zu begeben, die außerhalb unserer Wahrnehmung liegen, weil sie sich außerhalb unserer Realitätstunnels befinden. Dass diese Kreaturen irgendwie in Räumen eindringen, auf die wir uns geistig nicht eingestellt haben. Es gibt viele Theorien über Bigfoot. Die alternative Theorie besagt, dass Bigfoot vielleicht gar kein biologisches Wesen ist. Eine Denkschule besagt, dass Bigfoot ein gestaltswandeltes Wesen ist, das zu Zeitreisen fähig ist. Das könnte stimmen, denn wenn es sich um ein Tier handeln würde, das auf diesem Planeten lebt, hätte man schon längst eine Leiche gefunden, es sei denn, die Kreatur begrabe ihre Toten. Und das würde Grabstätten erfordern, von denen keine gefunden wurden. Was ist es also, was die Menschen beobachtet haben? Vielleicht ist Bigfoot eine Kreatur aus einer anderen Dimension. Wenn Bigfoot ein außerirdisches Mischwesen ist, könnte dies erklären, warum die Kreatur so schwer zu finden ist. Viele Menschen haben berichtet, dass sie große haarige Wesen gesehen haben, die aus UFOs ausgestiegen sind. Es gab UFO-Sichtungen, die zur gleichen Zeit wie Bigfoot-Begegnungen gemeldet wurden, zusammen mit kurz darauf erfolgten Rinderverstümmelungen. Ein Beispiel ist der Vorfall von Presley Isley im Jahre 1966. Während dieser Begegnung beobachteten Zeugen ein seltsam aussehendes Raumschiff, das in ein Waldgebiet eindrang und den Wald beleuchtete. Als sie aus diesem Gebiet herauskamen, beobachteten die Zeugen einen dunklen, eigenschaftslosen, gorillaähnlichen Humanoiden, der etwa 2 Meter groß war und auf sie zuging. Der Vorfall von Presley Isley ist ein besonderes, gutes Beispiel, weil er damals gut dokumentiert wurde und die Zeugen immer wieder darüber gesprochen haben. Die Kreatur, was auch immer es war, hinterließ Fußabdrücke im Sand, so dass es sich offenbar um eine physische Erscheinung und nicht um eine Halluzination handelte. Ein Fall aus dem Jahre 1969 ist sogar noch bemerkenswerter. Er beschreibt eine Begegnung zwischen 2 Jungen und einer riesigen Bigfoot-ähnlichen Kreatur. Der Erzählung zufolge hob das Wesen die Jungen auf und brachte sie ins Innere eines UFOs. Die Jungen sahen den Bigfoot in einem Stuhl sitzen, während er sich im UFO befand und sahen ein Gerät mit Drähten auf seinem Kopf. Rob Riggs sagt: Ein Mann aus dem südlichen New Mexico wurde am 7. Juli des Jahres 2004 befragt. Als wir an jenem Wochenende auf der Regenschattenseite des Berges zelteten, der am Rio Doso angrenzt, einem Hotspot-Gebiet für Bigfoot-Aktivitäten, ging ich direkt zu dem Gastgeber des Campingplatzes, auf dem wir zelteten, und fragte ihn unverblümt: Von wie vielen Bigfoot-Sichtungen haben Sie hier in der Gegend gehört? Ich dachte, er würde mir von irgendeinem Vorfall erzählen, den einige Camper einmal gesehen oder von dem sie gehört hatten. Aber stattdessen erzählte mir der Campingplatzbetreiber selbst von seiner eigenen Sichtung, die er hatte.
Im Sommer des Jahres 2000 oder 2001 wurde er, John Bowen, Zeuge einer Kreatur, die er Bigfoot nannte, auf einem kleinen Bergrücken neben einem Hügel westlich des Three Rivers Campgrounds. Bei Tageslicht fuhr John Bowen in seinem Truck auf der unbefestigten Straße in Richtung Osten, als er nach rechts blickte und eine große, haarige, affenähnliche Kreatur bemerkte, die in dieselbe Richtung, wie er fuhr, lief. Es war größer als die Kakteen in der Nähe, schätzte John auf mindestens 1,80 Meter und es schaute zu John, während es weiterging. Mit leicht gebeugten Knie, aber ansonsten aufrecht stehend, ging die langbeinige Kreatur etwa 100 Meter weiter in Richtung Osten und starrte John immer noch an, bis sie sich in Luft aufzulösen schien. Ein Wacholderbaum befand sich in der Nähe der Stelle, an der die Bigfoot-Kreatur verschwand, aber die Kreatur lief nicht hinter ihm her. Ein weiterer Bericht basiert auf dem Horizon City Monster, Bericht einer Frau Montanez, die in der Wüste östlich von El Paso lebt. Ich füge nochmal hinzu. Könnte es vielleicht sein, dass dieser Bigfoot vielleicht gar kein Bigfoot war, sondern jemand, der sich verkleidet hat als Bigfoot und vielleicht darauf wartete, dass Touristen vorbeikommen, um sie zu erschrecken. Aber wie erklärt man sich dann dieses plötzliche Verschwinden? Eine Art Spiegeleffekt? Gut möglich, dass sich dies in dieser Gegend herumspricht, dass es immer wieder zu irgendwelchen Bigfoot-Sichtungen kommt und vielleicht der eine oder andere sich dabei dann einen Spaß gönnt und sich dann als Bigfoot zu verkleiden, um Touristen zu erschrecken. Aber wie schon erwähnt, wie ist es dann möglich, dass diese Kreatur oder was es auch immer war, plötzlich wie aus dem Nichts verschwindet? Ich glaube nicht, dass irgendjemand versucht, tagelang auf jemanden zu warten, den er dann erschrecken kann. Keiner würde das machen, außer der Captain Unbrauchbar. Oder war es vielleicht doch der Mythenmetzger? Nun hier der Zeugenbericht von Frau Montanez. Sie sagt, sie habe den Bigfoot über einen toten Kojoten am Rande des Highways in der Wüste kauern gesehen. Als sie näher heranfuhr, stand die Kreatur auf, lief einen Mesquite-Hügel hinauf und joggte auf der anderen Seite hinunter. Sie sagt, sein Kopf sei ursprünglich größer als der Hügel gewesen und doch schien er immer weiter und weiter und weiter stufenweise in den Boden zu gehen. Obwohl Montanez nicht sehen konnte, wie der Bigfoot tatsächlich in den Boden eindrang, weil der kleine Hügel im Weg war, bestand sie darauf, dass es eine Höhle gegeben haben musste, in die er hineinging. Sie ging weg, kehrte aber am nächsten Tag zurück und fand den Kojoten verschwunden, alle Fußabdrücke vom Wind verweht und keine offensichtliche Höhleneingang. Sie schloss daraus, dass der Bigfoot eine Falltür unter der Erde versteckt haben musste, die er betrat, obwohl sie sie nicht finden konnte. Frau Montanez versuchte zu rationalisieren, was sie sah, um das unerklärliche Verschwinden von Bigfoot zu erklären. Wie hat er sie glauben lassen, dass er in den Boden gegangen ist, wenn er es nicht getan hat? Und was noch wichtiger ist, wo ist er tatsächlich hingegangen? Er war scheinbar vor ihren Augen verschwunden. In den 1970er Jahren gab es mehrere glaubwürdige Berichte aus dem Gebiet Bande Lancaster in der Mojave-Wüste. Es wurde von Aktivitäten auf und um die Edward Air Force Base berichtet. Das Militärpersonal berichtete, dass es nachts Sasquatches durch die Basis laufen sah. Das Personal, das dies meldete, da dies anonym und erfuhr, dass diese Tiere der Öffentlichkeit nicht gemeldet wurden, um die Regierung nicht in Verlegenheit zu bringen, da sie nicht erklären konnten, was diese Kreaturen waren oder wie sie auf den Stützpunkt in einem solchen Hochsicherheitsbereich gelangten. Sie waren auch von Überwachungskamera gefilmt worden, aber die Bänder waren geheim. Das folgende Zitat stammte aus Path of the Skinwalker 2002 von George Knapp, einem langjährigen paranormalen Ermittler und Radiomoderator, der über die sehr ungewöhnlichen Vorkommnisse an einem Ort namens The Skinwalker Ranch in Utah schrieb. Genau an der Stelle, an der ich sitze, sind einige sehr seltsame Dinge passiert.
Hier wurde ein Besucher von einer brüllenden, aber fast unsichtbaren Kreatur angegriffen, die dem aus dem Film bekannten Predator ähnelte. Hier berichtet ein Physiker, dass eine Art feindliche Intelligenz in seinen Geist eingedrungen war und ihn buchstäblich übernommen hatte, um ihm mitzuteilen, dass er nicht willkommen sei. Hier beobachtet ein ganzes Forscherteam voller Ehrfurcht, wie sich in der Dunkelheit eine helle Tür oder ein Portal öffnete und ein großes humanoides Wesen herauskroch, bevor es schnell wieder verschwand. Und hier wurden mehrere Tiere, Rinder und Hunde verstümmelt, ausgelöscht oder verschwanden einfach. Verschwinden diese Kreaturen einfach in Portale und reisen vor unseren Augen durch die Zeit oder durch andere Paralleluniversen? Ja, meine liebe Community-Gemeinde da draußen. Solche und ähnliche Sichtungen hört man immer wieder, wenn Personen plötzlich von seltsamen Kreaturen berichten. Von Kreaturen, die sehr behaart sind, wie zum Beispiel über den Bigfoot oder Sasquatch. Sind diese Kreaturen wirklich Zeitreisende? Oder stammen sie wirklich aus einem anderen Universum? Oder haben sie die Möglichkeit, vielleicht sogar in Dimensionen zu reisen? Möglich, dass diese Kreatur auch hier auf diesem Planet Erde heimisch ist, aber die Fähigkeit besitzt, vielleicht durch andere Parallel- oder Dimensionen zu reisen. Oder sind es vielleicht nur reine Fantasiegeschichten? Vielleicht ist dieses Geschöpf namens Bigfoot vielleicht nur eine affenähnliche Kreatur, die vielleicht nicht sehr häufig in Erscheinung tritt, aber dennoch vorhanden ist. Oder es ist wirklich eine Art Kreatur, die wirklich aus einem anderen Universum stammt. Wie auch immer. Ja, meine lieben Freunde da draußen, ich da zauge, somit sind wir eigentlich wieder am Schluss angekommen. Und ich da zauge, haltet die Augen offen, vielleicht begegnet ihr beim Spaziergehen doch vielleicht einmal ein haariges Wesen. Und ich da zauge, haltet ein bisschen Abstand. Gell? Man weiß ja nie, was so ein Wesen mit den Großstellen tat, wenn das auf einen zukommen tat. Ja. Ja, also wie gesagt, Augen offen halten und aufpassen, dass es Zeit von solchen Bigfoot-artigen Wesen, falls es ein haariger Wesen, bin es vielleicht ab und zu mal der Krampus, ein holen könnt. Ja. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, pfiat euch.